Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu der Finalrunde der WTW Humboldt Trophy. Es geht direkt los mit der ersten Halbfinalpartie zwischen der Eintracht aus Afferde und Blau-Weiß Salzhemmendorf. Die 11. Minute, Timo Bergold bringt Afferde bei diesem Kreisliga-Duell in Führung 0:1. Aber die Ostkreisler gaben nicht auf und sorgten anderthalb Minuten vor Schluss für den Ausgleich. Malte Fitzner mit einem sehenswerten Treffer 1:1, das Endergebnis. Der Finalist musste also im 9-Meter-Schießen ermittelt werden. Afferde fängt an, Kai Schwag, normalerweise Feldspieler, und das sieht man in dieser Szene ganz gut. Er versenkt den Ball sicher und dann zeigt er gleich seine Torwart-Skills gegen Malte Fitzner. Im zweiten Versuch waren beide Teams erfolgreich und so hatte letztendlich Julian Koch die Entscheidung auf dem Fuß. Souverän verwandelt, Afferde besiegt Salzhemmendorf und steht im Finale der WTW Humboldt Trophy. Weiter geht's mit der zweiten Halbfinalbegegnung zwischen der SSG Halvesdorf und dem TSV Basinghausen. Und das war von Anfang an eine äußerst einseitige Geschichte. 3 Minuten gespielt, Robert Just bringt Basinghausen in Führung. 1:0. Halvesdorf komplett überfordert und Basche hatte Bock auf mehr. Robin Abraham erhöht auf 2:0. Zwei Zeigerumdrehungen später klingelte es schon wieder. Alexander Wissel 3:0. Basinghausen mit anderthalb Füßen im Finale. Einen haben wir noch. Marvin Körber setzt den Schlusspunkt. 4:0, der TSV Basinghausen zieht souverän ins Finale ein. Das 9-Meter-Schießen um den 3. Platz konnte Blau-Weiß Salzhemmendorf für sich entscheiden. Weiter geht's mit dem Finale. Afferde gegen Basinghausen. Basinghausen natürlich der Favorit, aber davon war erstmal nichts zu sehen, denn die Eintracht erwischte einen Traumstart. Timo Bergold mit der Balleroberung und dem Tor zum 1:0. Und der Mann hatte hier einen richtig guten Tag erwischt. 4 Minuten gespielt, Bergold erhöht auf 2:0 für die Eintracht aus Afferde. Basinghausen eiskalt erwischt, der Favorit hatte hier große Probleme, doch dann packte Kai Witt den Hammer aus, der Anschlusstreffer 2:1. Die Schwarz-Grünen verloren jedoch auch jetzt nicht ihren Mut, Chris Lochwitz stellt den 2-Tore-Vorsprung wieder her, 3:1 nach 11 Minuten. Noch 3 Minuten auf der Uhr und die Schlussphase hatte es hier richtig in sich. Zunächst verkürzt Marvin Körber auf 3:2. Und nur kurze Zeit später sorgt Pascal Martin für den umjubelten Ausgleich 3:3. Noch 40 Sekunden auf der Uhr und Basche war jetzt nicht mehr zu stoppen. André Brockmann mit dem Führungstreffer kurz vor Schluss und Körber machte dann alles klar. 3:5 das Endergebnis. Was für ein Finale, liebe Zuschauer. Der TSV Basinghausen gewinnt die WTW Humboldt Trophy 2016. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis bald.